46 glaubt Tirol, es sei soweit. Südtirol würde vom Besatzer befreit. Doch da hatten wir uns alle schwer geirrt. Unsere Heimat wurde immer mehr italienisiert. 57 abschloss Sigmunds Kron. Verlangt er unser Volk das Los von Rom. Die Freiheit, die haben wir bis heute nicht bekommen. Südtirol wurde in die Knie gezwungen. Stürzten Masten in unserem Land. Feuernacht wird dieser Tag von nun an genannt. Starke Männer, sie waren zu allem bereit. Für den Widerstand war es höchste Zeit. Für die lang ersehnte Freiheit. Für die lang ersehnte Freiheit. Die Soldaten haben unsere Berge besetzt, unsere Ehre wurde immer wieder verletzt. Darum, ja darum gab es die Feuernacht, das Problem wurde vor die UNO gebracht. Menschenleben wurden verschont, ihr Ziel waren Masten, nicht der Tod. Das Gebot war die Freiheit für Südtirol, vereint mit den Brüdern aus Nordtirol. Stürzen Masten in unserem Land. Feuernacht wird dieser Tag von nun an genannt. Starke Männer, sie waren zu allem bereit. Für den Widerstand war es höchste Zeit. Für die lang ersehnte Freiheit. Für die lang ersehnte Freiheit. Darauf folgte der Besatzer Rache und der feige Folterknecht, der lachte. Männer wurden in den Kerker gezerrt, beschimpft, gefoltert, einfach weggesperrt. Freiheitskämpfer mussten sterben, der Besatzer führte sie ins Verderben. Andere wurden zu Krüppeln geschlagen, die Schmerzen werden sie für immer tragen. Stürzen Masten in unserem Land. Feuernacht wird dieser Tag von nun an genannt. Starke Männer, sie waren zu allem bereit. Für den Widerstand war es höchste Zeit. Für die lang ersehnte Freiheit. Für die lang ersehnte Freiheit.